bitte das alle zu berücksichtigen oder ne und so weiter, weil ja, was soll ich machen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und wieso geht das jetzt hier nicht mehr? Wie ich höre, höre ich auch nichts. Was ist das denn jetzt? Buhuhu. Hallo? Was ist da denn im Weg? Die eine Glasscheibe da, die müsste dann wohl mal weg. Aber nicht jetzt. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso geht denn der eine jetzt nicht aus? Dann machen wir doch noch mal kurz einen Prozess mit. Weg mit dir. So, das Wasser nehmen wir da mal weg. Ach, da hat sich... Kann das sein, dass sich da jetzt tatsächlich eine unendliche Wasserquelle gebildet hat? Oh, das ist ja stumpf. So ist aus. Genau, das ist richtig. Und den jetzt... Und er hat nicht knack gesagt. Gut, dann ist das ja auch richtig. Dann sollte das so richtig sein. Ich möchte das in der Mitte haben. Ach, da ist noch gar kein Wasser drin. Ach, da ist noch gar kein Wasser drin. Bevor ich den Running Gag jetzt weitermache, da wird wahrscheinlich nirgendwo was drin sein. So. Jetzt brauchen wir... Der Trivolo braucht erst einmal ein ganz klaren Feuerzeug und dann muss der Trivolo sich hier nochmal den Screenshot so ein bisschen... So. Jetzt brauchen wir ein paar Repeater und ein bisschen Redstone und keine Ahnung, irgendwie so ein ganzes Gedönse hier. So, das brauchen wir, das brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn da? Repeater. Haben wir gar nicht mehr. Hier zumindest nicht. Vielleicht im Keller? Oder hatte ich hier noch irgendwo welche? Oder hier in der Zwischenzeit verbaut? Mensch, ich weiß das gar nicht mehr. Schauen wir doch mal. Da ist eine Workbench. Da ist das. Okay. Gehen wir aber in den Keller. Ja, liebe Leute, und was soll ich sagen? Soll ich jetzt auch nochmal auf das Gaucho-Thema eingehen? Ja, Mensch, wir sind Weltmeister. Ha! Ja, Thema Fußball. Fußball und Fußball-Weltmeisterschaft. Ich sehe jetzt schon, wie ihr an den Geräten die Augen verdreht. Och nö, nicht der auch noch. Warte mal, so einen komischen Komparator brauchen wir, glaube ich, auch noch. Weiß ich nicht, aber wenn er nicht jetzt... Ist die Musik so laut auf meinen Ohren oder ist die Musik generell so laut? Die ist so laut auf meinen Ohren. Hallo? Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen leiser. So, Repeater, wie baute man den denn nochmal? Da muss ich doch gleich mal nachgucken. Tja, der heißt aber nicht. Heißt der Verstärker? Der heißt Verstärker. Redstone-Verstärker. Stone brauchen wir dafür. Redstone-Fackeln. Und Redstone. Puh, jetzt ist die Frage, sind die ganzen Repeater, sind die irgendwie drüben auf der anderen Seite? Warte mal, und vor allem, wo sind die ganzen Fackeln? Wo sind die ganzen Fackeln abgeblieben von dem Bau hier? Denn die habe ich ja nochmal irgendwann doch nochmal durch einen Schalter ersetzt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die habe ich nochmal alle durch einen Schalter ersetzt. Wo sind die denn abgeblieben? Für was habe ich so viele Redstone, Verstärker, Repeater, was auch immer verwendet? Ich fahre mal rüber ins Dorf. Kann das sein, dass die alle irgendwie im Dorf hängen oder so? Ist das möglich? Ja, Mensch, wir sind Weltmeister und, was muss ich sagen? Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Das war der zweite Weltmeistertitel, den ich in meinem Leben bisher miterleben durfte. Der erste war 1990, als Andi Brehme damals den Foul-Elfmeter, der an Rui Völler verübt wurde, ausführte. Perfekt ausführte, möchte ich sogar sagen. Das Ding habe ich ja noch gesehen. Ich glaube, im Zeitalter von 8 Jahren oder so. Ja, und dann kam ja lange Zeit nichts. Gut, 96 kam noch die Europameisterschaft und nun sind wir zum zweiten Mal, also zum vierten Mal insgesamt. Aber nun sind wir noch einmal Weltmeister, liebe Leute. Und was ist? Die Welt regt sich darüber auf, wie wir Deutschen denn bloß Weltmeister werden konnten. Ach so, das ist ja ein Skandal. Das ist ja ein skandalöser Skandal. Na, also als ich das dann alles hinterher wieder gelesen habe, was da dann so teilweise geschrieben wurde, also so manch einer packt sich an den Kopf und greift einfach mal locker ins Leere. Ganz locker, ganz locker.
absolutes Easygoing, wie sich einige Leute dann ins Leere greifen. Es ist unglaublich. Also ich fand's zumindest unglaublich. Hier. Da. Also ich fand's einfach unmöglich und unglaublich, wie der manche Leute einfach da ins Leere gegriffen haben. Man kann es einfach nicht anders formulieren. Denn hinterher da so einen dicken Otto da zu machen, also geht gar nicht. Also das ist zumindest meine Meinung. Wie seht ihr denn das? Könnt ihr mal gerne mal einen Comment da lassen. Ich denke mal, von dem einen oder anderen wird da auch bestimmt ein Comment zu kommen. Würde mich einfach mal interessieren. Wie seht ihr das jetzt so? Ne? Wir sind Weltmeister und dann ja halt dieses so gehen die Gauchos und so gehen die Deutschen und so. Da wird sich dann ja natürlich jetzt extrem drüber aufgeregt, was das für ein Rassismus ist. Ey, es ist ein Sport und im Sport geht es auch, ja, ob ihr sportliches Verhalten oder nicht, aber es geht im Sport auch darum, irgendwo den Gegner mal bloßzustellen. Ne? Und sich darüber zu freuen, dass man gewonnen hat, beziehungsweise halt, dass der Gegner verloren hat. Und das ist halt, aus meiner Sicht, ist das Jubel. Nichts anderes. Ja, wie würde mich auch mal interessieren, so, wie hat der eine oder andere von euch das Spiel erlebt? Habt ihr das zu Hause geguckt? Habt ihr das so privat für euch geguckt? Oder wart ihr mal richtig unterwegs? Wart ihr auf so einer Fanmeile irgendwo? Wo wart ihr denn? Also ich war ehrlich gesagt zu Hause und hab nebenbei tatsächlich World of Warcraft gespielt. Und zwar hat das den Hintergrund, das hat so einen Hintergrund in die Richtung mit, wie sagt man da, ja, weiß auch nicht. Diese Platte da, die macht mich nervös. Die kommt doch sowieso alles weg. So, pass mal auf, wir versuchen das jetzt mal. Oder ich versuche das jetzt mal einfach. Ich werde mal von hier die erste Redstone-Spur legen. Von hier die zweite. Und von hier die dritte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das heißt, was ich sagen wollte. Das ist blöd. Jetzt aber. Wir werden das Ganze jetzt hier in diesem lustigen Dingen hier, werden wir das Ganze jetzt so gestalten mit einem Shift-Register. Ne, Shift-Register, wie ihr das vielleicht auch von Targoon kennt, nur halt von Trivolo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir große Sorgen, ob ich das gebacken kriege. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, Leute. Ich weiß es überhaupt nicht, ob ich das hinkriege. Weil der eine muss Auswahl sein und der andere muss Ernten sein. Uweia. Uweia. Das mit den Lichtern und so weiter, ich glaube, das kriege ich noch gerade so hin. So, pass mal auf, wie ging denn das nochmal? Da braucht man erstmal einen Repeater. Mach das mal hier mit so ein bisschen Abstand. Machen wir mal so. So ein Repeater. So ein Repeater. Dann lässt man einen frei. Und macht das Ganze nochmal. Wie oft brauchen wir das denn? 1, 2. Stimmt das überhaupt? Das ist ja immer ein und das gleiche Signal. Dann brauchen wir das ja nur 1, 2, 3, 4. Viermal, richtig? Warte mal. 1, die beiden sind ja einer. 2, 3 und 4. Targoon haut sich jetzt wahrscheinlich schon vor den Kopf und sagt, nein, das macht man doch ganz anders. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt echt mal ausprobieren. 1, 2, 3 und 4. Ansonsten habe ich hier schon mal klasse angefangen, würde ich mal so einfach sagen. Ansonsten habe ich einfach mal klasse angefangen und eigentlich ist der Shift-Register doch nur... Weiß ich auch nicht. So, jetzt lasst mich mal gucken, wie geht denn das nochmal? Jetzt kommt da, so, hier, da. Dann kommt hier, nee, doch, da, einer frei, ne, genau, 1, 2, 3, da muss irgendwo, glaube ich, noch ein Repeater zwischen. So, und dann meine ich, muss man da irgendwo einfach nur eine Fackel zwischen machen. Ich drücke mir hier gerade richtig einen ab mit, so. Nö. Irgendwie hat er doch immer die Leitung, hat er dann immer gesagt. So, und jetzt noch die Leitung füllen und gut. Ich glaube, das war falsch. Weil die müssen sich doch ändern, oder nicht? Die müssen auch anders stehen. Die müssen auf 4 stehen. Muss alle? Muss alle. Müssen die auf 4 stehen? Sieht eher aus, als wenn die auf 3 stehen. Also so, auf 2.
Ich hätte mich da doch besser vorbereiten sollen. So, eine Fackel, Fackel weg. Und wir haben klasse Lauflicht.